Zwei Drittel Wohngebäude in der Schweiz sind in Privatbesitz. Ein Zehntel der besten Gebäude gehört juristischen Personen. Zwischen den Bundesländern gibt es große Unterschiede. Im Jahr 2020 werden 6,75% der Wohngebäude in Privatbesitz sein. Wiener Analyse Eigentümertypen zeigt, die das Statistische Bundesamt AMDAU. SR-Gebäude gehören juristischen Personen, 9 sind im Besitz von Gemeinden, mindestens 2 Arten von Eigentümern verzeichneten 1,3,4 Grundbuch als Analysegrundlage. Im Jahr 2020 war jedes 1,0 Wohngebäude im Besitz einer juristischen Person, 2/5 davon sind Unternehmen der Bau- oder Immobilienwirtschaft, Versicherungsunternehmen. Es ist nun möglich, Statistiken über die Eigentümertypen von Wohngebäuden zu erstellen. Diese wird jährlich veröffentlicht. Der Städteministerium 2020 große Gebäude von juristischen Personen. Je größer das Gebäude, desto wahrscheinlicher gehöre es zu einer juristischen Person, schrieb das PS 23523 bei Gebäuden mit 4 bis 5 Geschossen bei etwas mehr als einem. Meist in Privatbesitz, dies ist bei 3/4 der ein- und zweistöckigen Gebäude der Fall. Der Anteil des dreistöckigen Gebäudes beträgt 6/7. Auch ältere Gebäude befinden sich häufiger in Privatbesitz als neuere Gebäude. Im Jahr 2020 befanden sich 7/4 der vor 1919 gebauten Immobilien in Privatbesitz. 2019.